Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Mein Name ist Trains in Play und der Zug, mit dem wir heute fahren, ist die Baureihe 110 347-2 zusammen mit den Doppelstockwagen. Und zwar das Ganze auf dem RE1, auf dem wir hier unterwegs sind, stehen gerade in Duisburg, aktuell noch im Fotomodus, deshalb ist es still und noch bewegt sich nichts. Aber ich würde sagen, wir springen mal direkt rein in den Führerstand, damit wir jetzt auch nicht hier zu spät abfahren und gucken, dass wir halbwegs die Zeiten einhalten können. Das Ganze hier in dieser S-Bahn Rhein-Ruhr, beziehungsweise S-Bahn-Lackierung, also in dieser ehemaligen S-Bahn-Lackierung, in diesem Orange. Das sieht auf jeden Fall orange, Longbottom. Das sieht auf jeden Fall schon sehr hübsch aus. Die Dostos sind natürlich jetzt in Verkehrsrot, so wie sie halt schon immer hier unterwegs waren. Und dann würde ich sagen, springen wir mal ins Spiel rein. Ja, so, jetzt springen wir ins Spiel rein, was auch immer da gerade passiert ist. Und rüsten einmal auf, geben die Türen auf der rechten Seite frei. Drehen einmal hier am Bremsschlüssel. Wo ist er denn? Da ist der Bremsschlüssel. So, setzen uns wieder hin. Ziehen einmal an der Bremse. Jawohl, das passt soweit. Macht uns die PZB und die LZB an. Sie verlassen wir aus. Dann einmal die LED-Helligkeit erhöhen. Die Instrumentenbeleuchtungshelligkeit erhöhen. PZB, Funktionalität. Ja, scheint soweit zu klappen. Dann, na, die Türen. Habe ich jetzt ein bisschen zu früh zugemacht. 185. Doppelpackt. Sehr schön. Jawohl, die S-Bahn fährt aus. Die werden wir gleich wieder einholen. Gar keine. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Es schneit, es ist kalt draußen. Und wir fahren gleich los. Da freue ich mich schon sehr drauf auf die Fahrt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt es euch warm gemacht. Irgendwo auf der Couch oder im Bett. Unter einer Decke, mit einem Kissen, mit einer Tasse Tee. Während wir hier durch die Kälte fahren. Es aber schön warm haben. Einmal noch das Licht. Gerne auf an. Und ja, das passt soweit. Und das hätte ich auch noch gerne. So, dann schalten wir Leistung auf. Und sagen, allons-y. Los geht's. Einmal aus Duisburg ausgefahren, Duisburg Hauptbahnhof auf Gleis 12. Verlassen wir es. Schauen, dass wir nicht so viel Leistung auf einmal aufschalten. Ihr seht es hier. Wir dürfen maximal 65 Kilonewton aufschalten. Ansonsten wird uns der Hauptschalter um die Ohren fliegen und das wollen wir natürlich nicht. So, Ausfahrt mit 90 ist gegeben. Das heißt also, wir befreien uns jetzt auch. Fahrmotorlüfter springen an. Es wird ein bisschen lauter im Führerstand. So. VMAX ist für uns heute 140. Mal, da frage ich mich, ob wir den Fahrplan überhaupt einhalten können, denn der ist ja für. Eigentlich ist er ja für 146er und Dostos ausgelegt und die können ja zusammen 160 fahren. Während wir ja nur 140 fahren dürfen. Dementsprechend keine Ahnung, ob wir tatsächlich dazu in der Lage sein werden, überhaupt diesen Fahrplan in irgendeiner Form hier zu halten. Oder ob wir den nicht komplett reißen werden. Aber mal schauen. Wir gucken, dass wir natürlich so anfahren, dass wir möglichst schnell hier auf Geschwindigkeit kommen. Nächster Halt ist dann Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Danach werden wir in Essen halten, danach in Wattenscheid und dann in Bochum. Das ist eigentlich ganz interessant, dass wir heute den RE1 fahren, denn es gibt ja eine weitere Strecke, wo man ja ebenfalls den RE1 weiterfahren kann. Das ist nämlich der Streckenabschnitt Köln-Aachen. Auch dort können wir dann den gleichen Zug dann im Grunde genommen weiterfahren. So, einmal ein bisschen Leistung rein. Was uns aber fehlt, ist natürlich der Streckenabschnitt Duisburg-Köln. Und da ist es aber so, dass ja, ich habe euch ja da schon mehrfach darüber informiert, es aktuell aus der Community einen Menschen gibt, der an dieser Strecke dran sitzt, nämlich an der Strecke Düsseldorf-Köln. Und diese gerade baut, eigenhändisch baut, und zwar auch und auch schon sehr, sehr guten Fortschritt macht.
Ich informiere euch da immer wieder darüber, wenn ihr da weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, bleibt einfach hier auf dem Kanal, da mache ich dann in regelmäßigen Abständen Videos dazu und zu anderen Community-Projekten. So, und in jedem Fall ist es ganz interessant dahingehend, dass wir dann theoretisch, wenn diese Strecke fertig ist, fast den kompletten RE1 fahren können. Zumindest von Bochum aus. Ich glaube, der startet, wo startet der denn? In Dortmund oder in Hamm? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. In Hamm, ne? Ja doch, doch, der RE1 müsste in Hamm starten. Und den könnten wir dann theoretisch auf dem Streckenabschnitt Bochum-Duisburg fahren, Düsseldorf-Köln und Köln-Aachen. Ob die Strecken zusammengefügt werden, also ob Köln-Aachen und Köln-Düsseldorf zusammengefügt werden, das weiß ich nicht. Das ist schwierig abzusehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das technisch irgendwie funktionieren könnte oder nicht. Aber theoretisch hätte man ja trotzdem die beiden Strecken parat und müsste einmal nur kurz ins Hauptmenü und könnte dann mit dem gleichen Zug dann einfach weiterfahren auf der nächsten Strecke. Ne? Also das wird schon, wenn man da mal die Augen zudrückt, also geht das ja schon, dass man im Grunde genommen durchfahren kann. Interessant wäre natürlich auch, wenn der gute Fauli, der ja diese Strecke baut, Düsseldorf-Köln, wenn der auch die Strecke, diesen Streckenschluss machen würde, nämlich zwischen Düsseldorf und Duisburg, was ja, glaube ich, ungefähr so 20 Kilometer sind, 20, 30 Kilometer, irgendwie sowas. Und es gibt da ja keine größeren Zwischenhalte, beziehungsweise zumindest für den Regionalexpress gibt es da keine Zwischenhalte. Die S1, die hält da ja noch ein paar Mal zwischen Düsseldorf, glaube ich, und Duisburg Hauptbahnhof. Aber mit dem RE könnte man da auch einfach durchfahren, wenn er praktisch entweder zu seiner Köln-Düsseldorf-Strecke noch den Streckenabschnitt eben dran baut, also den Abschnitt Düsseldorf-Duisburg, oder wenn irgendwie dieser Abschnitt Duisburg-Düsseldorf für die Hauptstrecke Rhein-Ruhr kommen würde. Das ist auf jeden Fall interessant und abzusehen, was so die Zukunft bringt. Und was diese Fahrt hier bringt, ist diese fliegende Überholung dieser S1. Jawohl, S1. Der Regionalexpress ist auch gerade vorbeigefahren. So, ich nehme schon mal die Leistung raus. Die S1 wird jetzt hier halten, glaube ich. Ne, wobei gar nicht. Das ist... bin mir gerade nicht ganz sicher. So, 110 angekündigt. Wir bremsen rein. Schauen, dass wir nicht abgeschossen werden, idealerweise, von einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Das passiert mir auf dieser Strecke mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Da muss ich jetzt ein Foto machen. Sorry, Leute. Ein kleines Thumbnail. Das ist doch, also, das ist ein schönes, schönes Bild. Also die S1 hat da offensichtlich nicht gehalten. So. Notbremse. Komplett den Halt übersehen. Weil Außenkamera. So, das hat noch geklappt. So, ich hoffe mal, das funktioniert halbwegs, dass der TSW damit zufrieden ist. Drei Züge, die hier stehen. Auch das wirklich ein schönes, schönes Bild. Lässt sich einfach... Also da muss man wirklich sagen, ist schon der TSW manchmal wirklich echt schön. So, die S-Bahn darf, glaube ich, schon weiterfahren, oder? Ne, noch nicht. Aber wir werden hier weiterhin diese Parallelausfahrt haben. Vermutlich wird die S1 jetzt auch die Türen gleich zumachen, ne? Die fährt dann hier weiter nach Dortmund. Auch wir fahren ja nach Dortmund. Aber leider halt eben nicht tatsächlich jetzt hier auf dieser Strecke in der Simulation. So, die S1 darf jetzt schon ausfahren.
Wir machen das Fenster zu, es ist kalt. Wir dürfen die Türen jetzt gleich schließen. Und zwar jetzt. Direkte Bremse lösen. Gelöst. Auf geht's. Ja, die S1 kann natürlich, beziehungsweise hier Baureihe 422, hat natürlich die gewissen Vorteile. Der kann natürlich deutlich besser anfahren als wir. Denn das ist ja ein Triebzug, der also... Die Geschwindigkeitstafel wird hier durchbohrt vom Zaun. Das ist ja ein Triebzug, der kann ja praktisch den Antrieb auf... Ich höre noch einen Zug. Oder sind wir das? Nee, das sind nur wir. Der kann ja den Antrieb auf verschiedene Achsen verteilen. Oh, da ist uns jetzt gerade der Hauptschalter rausgeflogen, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber kurz davor gewesen. Und wir haben ja nur diese eine Lok, die hier zieht. So, Fahrstufe 12, jawohl, ungefähr mit 30 kN pro Fahrmotor fahren wir an. Ja, schaffen es ungefähr bei den 30, die zu halten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschwindigkeit, beziehungsweise eine ganz gute Zugkraft. Denn vermutlich würden wir, wenn wir noch mehr Leistung aufschalten, ins Schleudern kommen. Ihr seht ja, die Bedingungen sind jetzt nicht gerade ideal, auch wenn die Strecke nicht ganz zugefroren zu sein scheint. Der Schnee wurde schon weggeräumt. Oder ja, es hat wohl über Nacht nicht mehr neu geschneit, sondern das ist nur der Schnee, der von gestern übrig geblieben ist. Ja, jetzt komme ich auf die 40 kN mal hoch. Interessant, dass das Signal neben uns hier auch schon grün war. Das heißt also, dass da schon auch ein Zug hinten dran kommt. Also da muss ich sagen, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, ich sag's glaube ich immer wieder, wenn wir hier unterwegs sind, einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Nicht, weil die Szenerie hier so besonders gut ist, das ist sie leider überhaupt gar nicht. Und die Belichtung ist, das ist ja noch die alte TSW-2-Belichtung. Ne? Also nicht die TSW-3 oder TSW-4-Belichtung, die wir jetzt mittlerweile haben bei den neueren Strecken, sondern halt eben noch die alte Belichtung. Das ist alles nicht so ideal. Auch die Texturen, ne? Diese Schneetexturen sind auch nicht die schönsten. Und die Gebäude drumherum. Also es fehlt einfach einiges an Szenerie, gerade wenn man in den Städten ist. So, aber all das beiseite, muss ich sagen, ist trotzdem Hauptstrecke Rhein-Ruhr einer meiner absoluten Favoriten, weil wir hier durchgehend, zumindest bis Essen hin, viergleisig sind. Mindestens viergleisig sind. Und nach Essen einen bestimmten Abschnitt sogar auch noch, aber danach wird es zweigleisig. Und da hat man halt einfach immer diese fliegenden Überholungen oder dass einem da wirklich, da kommt einem der ICE entgegen und dann kommt einem die S-Bahn und der Regionalexpress und ganz selten schiebt sich auch mal ein Güterzug dazwischen. Und das sind so diese kleinen Momente, wie gerade eben diese fliegende Überholung, die man einfach so sehr in dieser Strecke schätzen kann, weil es das wirklich hauptsächlich, vor allen Dingen auf dieser Strecke, auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr eben gibt im TSW. Und das ist schon schön. Und da würde ich mich freuen, wenn irgendwann mal, zumindest aus der Community, vielleicht sogar von DTG selbst, ja mal ein neuer Fahrplan zumindest käme für Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Einer, der auch ICEs mit reinbringt. Wir haben ja leider nur Intercities hier drin im Fahrplan. Ne, also mit der 101 und den Intercity-Wagen, aber ICEs leider Fehlanzeige. Und das wäre natürlich toll, wenn es irgendwann mal einen neuen Fahrplan gäbe mit dem neuen Rollmaterial, das wir mittlerweile haben. Mit den Gleisen, die irgendwie vollgepappt sind mit Zügen. Das wäre wirklich toll, weil hier auf der Strecke ist viel los. Heutzutage fährt hier natürlich der Rhein-Ruhr-Express, ne? Desiro HC.
Aber den haben wir ja nicht im TSW, von daher werden sie ja weiterhin die Dostos sein. Und davon ist wieder die S1, die jetzt hier in Essen West gleich halten wird. Da sehen wir sie. Haben sie wieder aufgeholt. Gut, das ist aber ein schöner Shot, oder? Und hier auch. Mit der 101. Und den Schneeverwehungen. Wirklich, wirklich schön. Ja, so das meinte ich hier. Was hier los ist in Realität. Hier sind in Realität Flirt 3 XL-Züge abgestellt. Hier links bei den Gleisen. Hier der Essener Fernsehturm. Hier ist das S-Bahn-Betriebswerk von Essen-Waldhausen, das leider ein bisschen schlecht gebaut ist, ehrlicherweise. Denn das hier, diese Gleise, die sind so 2-3 Meter weiter unten. Die sind nicht auf der gleichen Höhe wie hier die Gleise. Die sind nämlich deutlich erhöht. Aber gut, damals hatte halt... Damals gab es im TSW noch nicht diese Bauweise mit diesen LiDAR-Daten. Also mit diesen Höhendaten, was ja mittlerweile für alle Strecken seit, glaube ich, der TGW-Strecke benutzt wird, diese Technik. Das gab es halt damals leider noch nicht für Hauptstrecke Rhein-Ruhr, diese Technik. Dementsprechend sind da so ein paar Höhenmeter durchaus auch falsch bei den älteren Strecken. Und wer halt Streckenkenntnis hat, der merkt sowas eben schnell. So, links noch eine 101, Intercity-Wagen, rechts eine 425. Vermutlich als RB33 nach Aachen. Und wir halten an. Gucken, dass wir hier möglichst am Signal bündig halten. Und Bremsen nochmal anziehen. Kurz auslösen. Jawohl, das ist doch mal ein guter Halt gewesen. Weich wie Butter, würde ich behaupten. Und wir sind sogar noch on time. Lösen und direkte Bremse anziehen. Genau, die sind gelöst soweit. Schön, mir gefällt die Lackierung sehr. Ist aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht von wem. Aber wirklich schön gemacht. Auch hier das Bundesbahn-Logo schön, schön, schön dargestellt. Muss ich wirklich sagen, Hut ab. RB33, hier nach Essen noch im Zugziel. Die S3. Nach Oberhausen. Da in Intercity. Wohin fährt er? Nach Duisburg. Und wir fahren nach Hamm-Westfalen. So, dann einmal die Türen schließen. Türen sind zu. Wir lösen die direkte Bremse, geben einmal einen Pfiff. Und auf geht's. Ja, heutzutage sind halt keine 110er unterwegs auf der... das ist unsere S1 wieder. Die werden wir jetzt verlassen. Die S1, die werden wir jetzt vermutlich heute nicht mehr wiedersehen. Die wird nämlich jetzt einen anderen Weg gleich fahren. Und wir sind wohl etwas eher als die S1. Ist das Signal eigentlich grün? Ja, gut. und wir werden wohl etwas eher in Bochum ankommen als sie. Von daher, tschüss, liebe Kollegin. Ruhige Schicht noch. Wir fahren hier mit unseren Doppelstockzügen weiter. Auch schön sieht das Ganze aus. Wie gesagt, auf dem RE1 sind heute keine 110er unterwegs. Wenn, dann wären es sowieso 146er, aber auch die sind nicht mehr dort unterwegs, sondern das sind die Zero HC-Züge. Vorher waren es, glaube ich, 146er, bevor die Zero HC übernommen haben, der Rhein-Ruhr-Express. Ja. Schön, schön. Einmal hier vorbei an Essen. Hier praktisch der Osten der Stadt. Hier ist eigentlich ein Hochhaus an dieser Stelle.
Also so ein Wohnhaus. Hier ist halt Wattenscheid. Markant hier vorne diese hohe Brücke. Das ist, glaube ich, eine Autobahnbrücke, meine ich. Ist in Realität auch dort. Nur ist dann, ich glaube, hier, da wo dieses Gebäude ist, ist in Wahrheit ein altes verlassenes Stellwerk, das aber deutlich größer ist als das da. Hier sind ICEs abgestellt manchmal oder in der Nacht. Auf diesen Gleisen hier links von uns. Wir dürfen 130 fahren, gleich dürfen wir 150 fahren. Sind jetzt schon in der höchsten Fahrstufe tatsächlich. So, praktisch hinter dieser Rechtskurve dürfen wir dann 150 fahren. Ich nehme mal ein bisschen die Leistung raus. Linkskurve ist das natürlich, keine Rechtskurve. Bisschen zu schnell. So, jetzt dürfen wir theoretisch 160 fahren. Wir bleiben natürlich bei den 140. Es geht ein bisschen bergab. Von daher nehmen wir die Leistung auch wieder raus. Einmal vorbei an Kreis Süd. Ja, man merkt richtig, dass es Winter ist, weil wir auch hier im Simulator jetzt auf dem Schnee unterwegs waren in letzter Zeit. Aber ich finde, das passt auch irgendwie sehr, sehr gut. Ja, also ich bin auch gerne im Winter dann tatsächlich gerne im Schnee unterwegs im Simulator. Das ist irgendwie gemütlich, finde ich. Wieder die Leistung raus, wir sind etwas zu schnell. Aber noch zu schnell. Wattenscheid kommt in 1,8 Kilometern. Kann eigentlich schon mal die Leistung komplett rausnehmen. 1,5. Bremsventil vielleicht schon mal auf Minimum gestellt. So, und jetzt langsam mal reinbremsen. Jetzt wird es Zeit. Da sehe ich noch einen Regionalzug. Ein Regionalexpress. Könnte der RE6 sein, könnte auch der RE1 sein. Gucken wir uns gleich an. Wir schauen erstmal, dass wir hier anhalten. Jetzt habe ich die Bahnsteiglänge komplett unterschätzt. Überschätzt. Ja. Ja. Ups. Meine Damen und Herren, bitte steigen Sie nur in den letzten drei Wagen aus. Ansonsten landen Sie hier im Schnee und stellen eine Betriebsgefahr dar.
RE1 ist das und der Gegenzug nach Aachen. Der Kollege wird sich auch fragen, was hat der denn jetzt falsch gemacht? Diesen Zug könnten Sie fahren. Wir suchen Triebfahrzeugführer. Ja, ne? Also. Aus dem Creators Club die Lackierung. Übrigens erstellt von mir. Auch hier mit so Details am Rand. Genug der Eigenwerbung. Er fährt los. Oh, die Wagenlichter sind aus. Mach mir schnell noch die Wagenlichter an. Hier. Ne? So. Ne? Ja, vielleicht erstmal warten, bis der Bremszylinder leer ist, idealerweise. So, und jetzt langsam Leistung aufschalten. Auf zu unserem letzten Halt, Bochum. Bochum, wo ja bekannterweise Herbert Grönemeyer Bürgermeister ist. Nein, ist er natürlich nicht. Auch wenn ich mir sicher bin, dass viele ihn wählen würden. So, dann auf zu unserem letzten Halt, wo wir schon in 2,5 Minuten da sind, sein sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob das klappt. Lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Oder machen es vielleicht mal so. Oh ja, das ist ein schöner Shot, glaube ich. Winter Wonderland hier. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich der Bürgermeister von Bochum? Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal googeln. Herbert Grönemeyer ist es jedenfalls nicht. So, um das mal ganz kurz gesagt zu haben. Der Bürgermeister von Bochum ist nicht Herbert Grönemeyer. So, meinen edukativen Auftrag an dieser Stelle jetzt auch dem mal nachgekommen. Wer allerdings der Bürgermeister von Bochum ist, weiß ich nicht. Ihr braucht es auch mir nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich kann es auch selbst googeln, wenn es mich interessieren würde. Da ich aber nicht in Bochum wohne und es mich nicht wirklich tangiert, was der Bürgermeister von Bochum denn da so entscheidet in Bochum, weil ich nicht in Bochum wohne,
muss ich doch nicht wissen, wer der Bürgermeister von Bochum ist. Wisst ihr was? Das ist, glaube ich, ein guter Folgentitel heute, oder? Der Bürgermeister von Bochum. Okay, interessant. Es gab keine 1000 Hertz-Beeinflussung. 155. Mit einem Gemischtwarenladen. So, jetzt aber. Wir können uns einfach vorstellen, wir fahren gerade den Bürgermeister von Bochum in unserem Zug nach Bochum. Und er ist bestimmt zufrieden, weil er halbwegs pünktlich ankommt. So, und wir sollten im Blick behalten, dass natürlich ein 500-Hertz-Magnet hier vorne jetzt kommt. Nämlich jetzt. Da ist er. Die 500 leuchtet. Und dann halten wir hier unter der Unterführung, Überdachung. Unter der Unterführung, ja, sehr gut. Gutes, gutes Deutsch. So. Steigt keiner aus? Doch, da vorne. Schaut. Der Bürgermeister von Bochum. Wir haben ihn gefunden. Er ist es. Na gut, ob er es nun ist oder nicht, ist auch egal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt weiter nach Hamm. Aber das machen wir nicht mehr zusammen, sondern das werde ich jetzt alleine machen. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.